Richtung Politik ist ein ganz notwendiges und dafür mein herzliches Dankeschön an euch alle, die hier sind. Denn warum sage ich das? Und ich sage das sehr bewusst. Ich weiß, dass Kultur, Veranstaltungswirtschaft, und ich komme aus Berlin, da könnt ihr mir glauben, ich weiß, welche Bedeutung das hat. Ich komme aus Berlin und deswegen weiß ich die Bedeutung und ich kann nur sagen, unser Leben wäre viel weniger wert, wenn wir Kultur, wenn wir Veranstaltungswirtschaft nicht hätten. Und deswegen müssen wir alles dran setzen, dass ihr diese schwierige Zeit der Pandemie überstehen könnt, meine Damen und Herren. Das ist die Aufgabe der Politik und deswegen ist es ein starkes Commitment, ein starkes Signal, dass ihr heute da seid. Und was mir wichtig ist, und ich habe ja ein paar Forderungen auf eurer Seite gesehen, und was mir wichtig ist, ist in der Tat, wir müssen immer wieder anpassen. Wir müssen immer wieder schauen, funktionieren die Instrumente, die Hilfsprogramme, die wir gemacht haben. Und eins ist doch mal klar, die Veranstaltungswirtschaft hat seit März de facto ein Berufsverbot. Und dieses Berufsverbot müssen wir überbrücken, indem wir die Hilfen, die wir jetzt angeboten haben, neu justieren, verlängern und noch punktgenauer für eure Branchen auf den Punkt bringen, damit ihr wirklich diese Pandemie übernehmen könnt, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es ein gutes Signal, dass ihr hier seid, weil ich glaube, der Wirtschaftsminister, der ja auch aus meiner Partei kommt, der braucht noch ein paar Argumente und ich finde, ihr seid das beste Argument, dass ihr hier seid. Und ich nehme das auch mit und werde ihm sagen, dass das ein starkes Signal, dass ihr hier seid. Also, Hilfsprogramme anpassen, Überbrückungsgelder verlängern, unbürokratische Auszahlungen. Aber ich erwarte auch von den Bundesländern mehr Initiativen. Ihr dürft nicht zwischen den Mühlen, zwischen Bund und Land zerrieben werden. Dafür habt ihr gar keine Zeit zurzeit. Das muss gut ablaufen, unbürokratisch und schnell ablaufen. Aber ich erwarte auch von den Bundesländern, und in einigen funktioniert es doch, dass viel mehr Open-Air-Möglichkeiten, Open-Air-Veranstaltungen jetzt ermöglicht werden. Dass bestimmte Feste ermöglicht werden. Weihnachtsmärkte stehen an, natürlich unter Hygieneauflagen, aber die müssen stattfinden, weil nochmal, sonst ist unser Leben auch irgendwann nicht mehr lebenswert und dafür brauchen wir eure Branche und dafür braucht ihr jetzt die Unterstützung der Politik und deswegen bin ich auch hier.